Hallo Leute, es geht weiter mit Dreadout. Ich habe einige Tipps von euch bekommen und wie es manchmal auch so ist, können einen Tipps manchmal auf Dauer auch irgendwann total verwirren und man denkt sich jedes Mal vor dem nächsten Part, ja, was mache ich jetzt eigentlich als nächstes? Was ist jetzt eigentlich das Richtige, was ich machen soll? Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da ich jetzt hier bei den Toiletten bin und den zumindest diesen einen Tipp bekommen habe, benutzt doch mal mehr die Kamera. Hier werde ich jetzt mal erstmal hier zumachen. Bin ich eigentlich richtig hier in den richtigen Toiletten? Ich bin ja nicht in die falschen. Die hatte uns doch zu den... Ach, guck mal. Guck mal, hier, benutzt mal Kamera. Benutzt mal Kamera. Hier. Bringt das irgendwas gerade oder tut sich hier jetzt irgendwas oder nicht? Ich. Hallo. Weil, was will mir der Geist denn eigentlich sagen? Oh, jetzt ist er weggegangen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Kommt der eigentlich immer, wenn die Frau kommt? Ich weiß es nicht. Das ist aber auf jeden Fall doch. Oder war das die Toilette? Guck mal, da kommt Mizi. Mizi, komm doch mal. Mizi, bring mich mal zu der Toilette, zu der ich sollte. Da, und ich höre dieses Glock, 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 Glock. Dieses Geräusch, das verwirrt mich immer noch total. Mizi? Mizi, rechte oder nächste Toilette? Die nächste, ne? Okay, die war's. Alles klar. Dann bleib mal draußen. Tschüss. So, und hier benutze ich jetzt nochmal die Kamera. Vielleicht bringt mir das ja doch nochmal irgendwas hier im Spiegel. Wenn die Katze das will, werden wir das nochmal probieren. Funktioniert toll. Hier. So. Oder hierhin? Ja, Katze. Ja, ich bin drinne, wo du mich hingeführt hast. Also, ich werde nicht schlau draus. Hier im Spiegel ist nix. Glaube ich. Wenn doch, dann sehe ich nichts. Ich höre nur unheimliche Geräusche. Einen ekligen Müllhaufen und kann halt diese kaputte Tür nicht öffnen. Von daher weiß ich nicht, was man machen könnte. Da so ganz, ganz nah dran. Und meine Nase juckt. Sie juckt ganz doll. Ich würde ja gern rein, ne? Ich würde ja schon gern wissen mittlerweile, was da drin ist, aber man kann nichts sehen. Hier unten ist noch so ein Pömpel. Oh ja, komm. Ich mach dir die Tür auf. Kommst du wieder? Bist du noch da? Jetzt geht sie wieder weg. Jetzt ist sie beleidigt, weil sie ausgesperrt wurde. Gut, dann ist halt die nächste Mission immer noch ein Foto von der maulenden Myrte zu machen. Ja, der Uncountable Count hat ja so schön gesagt, hey, es ist doch nicht die maulende Myrte, doch. Doch, der Geist da oben nenne ich jetzt die maulende Myrte. Es bringt ja auch nichts, da wieder hinzugehen. Da haben wir ja schon ein Foto gemacht. Das ist doch doof, ist das doch. Dass die Türen hier auch immer wieder zu sind, ne? Da war doch. Da! Guck mal, guck, 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 da ist sie doch! Da. Ach nee, das ist sie nicht. Das ist jemand anderes. Der andere Typ. Wenn das schon wieder anfängt, das sagt schon alles, ne? Ich habe die Kamera auch runtergenommen. Na komm.
Kannst du nicht vor meine Linse mal kommen? Es geht darum. Es geht darum, Myrte von hinten zu fotografieren. Dann können wir ein Foto von ihr machen. Wozu ich dieses Foto überhaupt brauche, ich weiß es nicht. Aber wir wollen versuchen, von Myrte ein Foto zu machen. Und drehen uns ganz schnell um. Oh. Oh. Wir kriegen es sogar mal hin. Na, sieh mal einer an. Myrte! Das war zu nah. Myrte! Ich hab dich gleich. Bist du vor mir? Bist du hinter mir? Wenn ich rückwärts gehe? Den Tipp hatte ich auch schon bekommen. Ist wie ein bisschen wie bei Daylight. Ich drehe mich immer zu ihr hin. Oh nein, sie stirbt wieder. Unsere Protagonistin stirbt. Linda. Oh nein. Gehen wir wieder durchs Licht? Es ist jetzt aber anders als vorher. Die Blitzer sind übrigens ein Screenshot, den ich immer mache. So. Wir gehen einfach mal da lang. Trostlos. Ein roter Rahmen um den Bildschirmrand zeigt an, dass ein übernatürliches Wesen in der Nähe ist. Ja, aber ich kann ja kein Foto machen. Also laufen wir einfach mal. Down, down, down. Sollen wir dann erst recht laufen? Oder stehen bleiben, wenn es gefährlich wird? Ein blauer Rahmen um den Bildschirm und zeigt an, dass irgendwo hier etwas zu tun oder zu finden ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne. Roter Rand nicht gut, blauer Rand gut. Das ist ja auch das, was ich auch schon mal im vorigen Part gelesen hatte, mit Blau und Rot. Aber eine Sammlung mystischer Gegenstände kann mit ihrer Macht Lindas Fähigkeiten verstärken. Ich glaube, wir kriegen jetzt Tipps, die eher Licht während des Spiels gut sind. Wir gehen ins Licht, ins ewige Licht, damit wir den Geistern ein Ende bereiten. Danke, dass du mit deinem Kauf Indie-Spiele unterstützt. Ja, das mache ich doch gerne. Kein Problem. Mitten im Spiel einfach mal so ein bisschen Werbung. Wo wird es uns hinführen? Du spielst schon eine ganze Weile. Vielleicht würde dir eine Pause helfen. Nein, ich habe gerade erst angefangen. Da sind die Kerzen, die mir nichts bringen. Ja, renn da jetzt hin. Oder geh da hin, wenn du schon so aus der Puste bist. Geh ins Licht, Linda. Keine Macht den Drogen. Was soll denn der Mist hier in dem Spiel? Voll bescheuert. So. Ist Myrte denn jetzt wieder hier? Sie hat... Bescheuert. Echt. Ich hatte auch den Tipp bekommen, benutze mal öfters Kamera an den Räumen. Ich mache das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass ich dann bestimmte Dinge finde, die vorher vielleicht unentdeckt geblieben sind. Ich laufe mal hier wieder auf die andere Seite. Aber sie kommt mir wie immer hinterher. Das ist die wichtige Toilette. Da ist sie. Ja, dreimal, viermal. Ich habe das doch ganz gut hingekriegt.
Ich weiß nur nicht, was der Sinn dahinter sein soll. Ja, komm mir doch hinterher. Komm. Mitte. Oh, da war sie jetzt aber nah dran. Ey, ich habe die Kamera schon runtergenommen. Nicht die Kamera runternehmen, darfst du das nicht machen. So. Ja, komm. Was will sie eigentlich von mir? Backt sie da gerade fest? Mütte? Ist alles okay? Wie nah soll ich denn nach... Oh, oh, von hinten, von hinten, von hinten. Man soll sie von hinten fotografieren. Man soll sie... Was machen wir hier gerade zusammen? Einmal ein schönes Lächelbild. Wunderschön. Okay, Myrte backt fest. Das hat's nicht gebracht. Sie backt immer noch fest. Wenn ich ganz, ganz, ganz nah an sie rangehe. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Wo ist sie denn jetzt? Keine Ahnung. Ich habe doch gar keine Kamera benutzt gerade. Hallo? Warum kommt sie denn jetzt immer dann? Da. Lichtterror. Wie gemein. Jetzt sterbe ich bestimmt gleich wieder, ne? Nein, ich will nicht sterben. Linda ist schon wieder tot. Ich habe meinen Timer nicht angemacht. Das ist ein bisschen blöd. Ich werde gleich mal die Zeit abschätzen müssen. Oh, ich mache ihn jetzt an. So. Ach, Linda. Ich meine, das Ding ist, ich habe es ja jetzt schon geschafft. Mehrmals habe ich es jetzt eigentlich geschafft. Und es gab einen Moment, da... Vielleicht ist ein einfaches Spiel eher etwas für dich. Leck mich, Spiel. Da gebe ich mir hier Mühe, ein Horrorspiel zu machen. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann ist es halt auch etwas schwierig, das Richtige zu tun. Gut, okay, ich weiß, ich soll nicht sterben. Aber anscheinend reicht es ja auch nicht, Myrte dreimal oder viermal zu fotografieren. Das habe ich jetzt geschafft. Bin ich sehr froh darüber eigentlich, dass ich das überhaupt geschafft habe. Aber so richtig sie verjagen können wir ja auch nicht. Genauso mit dem Schwein. Macht man ein paar Mal, da ist das Licht. Und dann war es das auch schon wieder. Dann verschwindet das Schwein kurz und verschwindet der Geist kurz und dann sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren. Was ich jetzt als nächstes tun werde, ist auf jeden Fall nochmal die Räume abchecken. Vor allem da, wo ich zuletzt bei diesem Skelett hinten diesen Ring gefunden hatte und diesen einen Geist gefunden hatte. Und was hat es überhaupt mit diesem einen anderen Geist, der da rumzappelt, zackelt, der da so komisch immer aufblinkert? Was hat es mit dem auf sich? Ich weiß es nicht. Ja, renn, renn. Renn. Bitte, habe ich gerne gemacht. Ja, da wollte ich mit der Kamera auf jeden Fall nochmal mich ein bisschen umgucken, in der Hoffnung, dass ich dann durch die Kamera ein bisschen eher weiterkomme. Das weiß ich halt auch noch nicht. Wenn ich jetzt halt merke, dass ich nach diesem Part irgendwie nicht so wirklich weitergekommen bin, dann werde ich nochmal überlegen, ob ich einfach ein bisschen weiterspiele
offline und dann wieder zuschalte zu euch dann im nächsten Part. Und ich habe auch gar keine Lust mehr. Müde, ich habe keine Lust mehr. Rot ist ja schlecht. Prinzipiell heißt Rot ja auch verschwinde. Und da wäre das eigentlich... Naja, machen wir das öfters? Ich weiß es nicht. Ich versuche es zu umgehen, aber es lässt sich anscheinend auch nicht umgehen. Wo sind jetzt diese anderen Räume? Da sind wieder die Toiletten. So, wir gehen einfach mal nach unten. Hier unten ist ja immer nicht Myrte, sondern das Schwein. So, ich gehe jetzt auch noch mal hier rein. Guck mal in die Dokumente. Tagebucheintrag müssen wir Janglord Flyer verbringen. Unheimliche Notiz. So, jetzt haben wir nämlich auch hier... Oh, guck mal, hier Sevurupa. Hatten wir denn das letzte Mal schon? Ich glaube nicht. Irgendwie glaube ich nicht. Info. Info? Ah, Info. Ich glaube, ich muss hier die Maus benutzen, weil das andere macht nur so ein Klick-Klick-Geräusch. Sevurupa. Eine dunkle Wesenheit, die durch die Welt streift und die Menschen mit dem Versprechen der Unsterblichkeit verführt. Er trägt die Gesichter derer, die bereit waren, ihr Leben für ihn zu opfern. Hm? Okay. Und was ist mit dem Schwein? Die Manifestation eines Mannes, der es durch das Wirken schwarzer Magie zu Reichtum gebracht hat. Der Legende nach wandert er in Form eines Schweineebers durch die Stadt und reibt seine Körper gegen Wände, Türen und Schränke. Auf magische Weise verschwinden daraufhin die Besitztümer der Bewohner und erscheinen in den Taschen des Barbie Nidjipet, wenn er sich daheim in einen Menschen zurückverwandelt. Auch irgendwie eklig. Aber bringt uns das irgendwie weiter? Und vor allem habe ich ja noch kein Foto von der Geistfrau oben. Heißt es, ich habe doch es noch nicht geschafft, ein Foto von Myrte oben zu machen? Also noch kein richtiges? Muss ich das von hinten machen? Ich hatte halt immer mal so diverses gelesen in Kommentaren, eher vom Rücken fotografieren, weiß aber nicht, ob damit gemeint ist, dass ich dann erst ein Foto von ihr bekomme oder ob damit gemeint ist, ja, so kriegst du sie überhaupt, damit sie dich gar nicht erst killt. Ich verstehe diesen Balkenkram nicht. Ich denke immer, ich muss den schwarzen benutzen. Ich soll das grau benutzen. Alles klar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bin ich ehrlich. Ich werde jetzt nochmal den Raum aufsuchen. Nein, ich werde jetzt kurz gucken, wie viel Zeit noch ist. Das werde ich jetzt kurz machen. Einen Moment. Okay, wir haben noch so um die 7 Minuten, würde ich sagen. Maximal. Wo ist das Schwein jetzt hier wieder? Ich weiß es nicht. Aber wir konnten doch jetzt hier reingehen. Und vorher war doch alles verschlossen, oder nicht? So, ich mache jetzt nochmal hier... Jen liebt Nick. So ein paar Graffiti-Bilder. So. Einfach mal alles ein bisschen ausprobieren. Vielleicht auch nochmal in den Raum. Und in dem Raum. Warte mal, wenn ich hier Tür zumache. Einfach mal von allem so ein paar Fotos machen, damit ich das auch gemacht habe. So, so. Vor allem interessiert mich ja der Raum eigentlich, wo der Geist war. Oh, nein, mach mal die Kamera runter. So. Hier war der doch. Das Schwein kommt wieder. Das Schwein kommt wieder. Wo ist die Katze? Leider kommt man ja hier nicht wirklich weiter. Genau das würde uns ja hier interessieren, weil da ja auch der Geist war. Auch das da.
Vielleicht noch mal der Raum da. Gucken wir uns hier noch mal um. Ich hatte doch eigentlich aber ganz automatisch... Oh, ich habe ein bisschen Schiss vor dem Schwein. Gebe ich zu. So. Ich mag es nicht, in den Räumen zu sein, Tür zuzumachen. Dann hört man das Schwein. Das ist viel schlimmer, wenn es dann auf einmal hier vorbeikommt, als wenn man auf dem Gang ist, man sieht es kommen und kann die Kamera dann im rechten Augenblick zücken. So ist es halt ein bisschen fies. Oh, es ist aber ganz nah. Okay, ich höre das Schwein nicht mehr. Schade, dass der Geist hier nicht nochmal kommt, dass ich nochmal näher rangehen kann. Foto machen und so. Tja. Da war ich schon. Wenn man die Fotos macht, kann man sich zumindest so ein bisschen besser orientieren. Naja, klar, die Katze läuft da oben rum, deswegen hören wir sie hier. Wenn wir hier von den Dingern auch nochmal Fotos machen, bringt uns das irgendwas? Nee, ne? Warum auch immer, habe ich vor dem Schwein, glaube ich, ein bisschen mehr Angst als vor dem Geist. Ich finde es doof, dass ich jetzt hier alles so ein bisschen abklapper. Nicht so wirklich weiß, obwohl ich so viele Tipps bekommen habe, ja, was ich machen kann. Außer Foto machen von ihr oben und so weiter und so. Hier, diesen Raum wollte ich nochmal. Hier mache ich mal zu. Und mache nochmal hier ein Foto. Hier kann man hier von nebenan angucken. Ich höre das Schwein. Konnte gerade irgendwie so rüber gucken, war vielleicht nur so ein bisschen programmiert. Da. Wie gruselig, dass man hier so nach rechts an die Seite gucken kann. Ja, das Schwein ist direkt da an der Tür, deswegen hören wir das da so laut. Das läuft genau auf der anderen Seite immer so lang. Ist hier irgendwas? Übersehe ich hier irgendwas? Kann ich hier irgendwie durch? Warum komme ich nicht weiter? Von wegen auch immer blauer Rand und so. Ich meine... Das ist unsere neu geöffnete Tür. Hat sich hier irgendwas verändert jetzt? Außer hier unsere Truller. Ich werde jetzt nochmal versuchen, von hinten ein Foto von ihr zu machen. Mein Liebchen, wo bist du?
Na, da ist sie ja schon. Ich hab schon drauf gewartet. Immer dann, wenn ich die Kamera runternehme. Und ich erschrecke mich jedes Mal, echt. Na komm. Ich verstehe das nicht. Ich blitze und blitze und es funktioniert nicht. Ist doch unfair, oder? Bringt mir das was, wenn ich die mal ein bisschen länger halte? Weil ich weiß, jetzt ist sie hinter mir. Wenn ich sie jetzt aber runternehme, kriegt sie mich wieder. Wenn das zu oft passiert, sterben wir gleich wieder. Hat sogar mal geklappt. Hey, hey. Sie kommt. Okay, weg ist sie. Ich werde das jetzt einfach mal so machen, dass ich den Part hier beende. Aber ich selber nochmal versuche, ein Foto von ihr zu machen, indem ich sie im Rücken kriege sozusagen und nicht von vorne. Hier war jetzt aber auch nichts mehr. Das war ja der Ort, wo wir schon längst waren. Nee, dann nö. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mehrmals jetzt. Nee, ich habe keine Ahnung. Es tut mir sehr leid. Aber ich werde mich bemühen, sonst wie weiterzuspielen, bis wir etwas haben, wo es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.